Nintendo und zusammen mit Capcom, hat man ja bis jetzt noch nicht oft gesehen. Wir haben hier The Legend of Zelda The Minish Cap, was ein sehr cooles Spiel ist. Und drücke Start, das machen wir. Wir haben keinen Spielstand. Das können wir, ach, wir können die Sprachen einstellen. Spielen wir auf Italienisch, oh Lingua, Savata, was? Stand da, ach egal. Okay, machen wir erstmal zurück auf Deutsch hier, dann muss echt immer jedes Mal gespeichert werden. Hauen uns einen Spielstand, wie nennen wir uns? Wir nennen uns natürlich, nö, natürlich nicht. Ich möchte mich gerne Link nennen. In jedem Zelda-Spiel nenne ich mich wirklich immer Link. Das hier übrigens auch mein erstes Zelda-Let's Play. Wurde auch langsam Zeit, nach 1000 Mario-Spielen, dass einmal Zelda kommt. Wo ist das K? Da oben ist das K. Also los, wir heißen Link. Yeah. Und dann, Moment, Option haben wir. Ah, Textgeschwindigkeit, die hauen wir gleich mal auf schnell. Helligkeit, dunkel, normal, hell. Ich weiß nicht, ob es auf dunkel geil aussieht. Ich lasse sie aber auf normal, bevor ich hier irgendwas kaputt mache. Und dann fangen wir... Boah, kopieren können wir den Spielstand auch noch. Egal. Jetzt geht es aber wirklich los. Erstmal mit einer Vorgeschichte, wo ein Baum zu sehen ist. Vor langer, langer Zeit. Und leider läuft das ein bisschen langsam ab. Also, als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Ja, weiter. Okay, ich habe verstanden. Ja, komm schon. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einen Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Da seht ihr ihn. Er hält das Schwert hoch, like a boss. Und brachte Frieden. Seit er ehren die Menschen das Schwert. Ja, das ist, glaube ich, irgendeine Geschichte aus einem anderen Zelda-Game. Ich bin mir nicht sicher. Könnte ja Skyward Sword sein, weil das ja echt noch vor The Minish Cap spielen soll. Ich weiß es nicht. Ich habe Skyward Sword bis jetzt noch nicht gespielt. Ich hatte noch nicht diesen Spaß. Und ich weiß nicht selbst, wenn man es gespielt hat, ob das schon genug verrät. Weil zum Beispiel hält ja Link das Schwert hier mit der linken Hand, habe ich gerade gesehen. Aber in Skyward Sword ist er ja zum Beispiel ein Rechtshänder. Naja. Also, keine Ahnung. Jetzt kommt hier erstmal Zelda ins Haus. So, oh, der Weihnachtsmann. Guten Tag, Onkel Alberich. Hoppla, die kleine Zelda, bist du ganz allein vom Schloss hierher gelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, ist doch nicht so schlimm, wo ist denn Link? Die Stadt ist voller Trubel, weil es alljährliche Minish-Fest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit Link dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach so ist das. Link hat mir gestern bis spät in der Nacht bei der Arbeit geholfen. Link schläft noch, aber steht bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Link dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Hallo, Link. Ja. Ich werde nur einfach gerufen, um zu arbeiten. Das ist nicht fair. Und wie in jedem fucking Zelda-Spiel schlafen wir am Anfang. Ja, mit wenigen Ausnahmen, aber auch hier wird erstmal schön geschlafen. Okay. Also, wir sind Link. Wir können, was für können wir? Wir können gegen Wände rollen. Ich dachte, der prallt daran ab, tut er aber gar nicht. Sieht man, wie lange ich das Spiel nicht gespielt habe. Ich kann nicht ins Startmenü. Ich kann wirklich nur so einen coolen Dance und rollen, wenn ich. Und ich kann tanzen. Ich denke, das wär's dann erstmal. Hier haben wir die Tür. Die führt uns nach draußen. Ah, sie ist zugesperrt. Wir können echt nur rübergehen. Mehr nicht. Oh, Blickkontakt. Ah, Link. Zelda ist hier, weil ich mit dir zum Minish Cap gehen möchte. Und deswegen habe ich dich aufgeweckt. Hallo, Link. Lass uns zusammen auf das Fest gehen. Onkel Elberich hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt's nicht alle Tage. Geh nur mit Zelda doch denn und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bring es dem Minister im Schloss. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich habe ja noch zu tun. Bronn. Boah, cool. Das Schwert des Alberich erhalten. Liefere es unbeschadet ab und verliere es bloß nicht. Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturniers. Also verlier es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Schwer. Gib acht, dass hier nichts passiert. Mach dir keine Sorgen, Onkel. Also, Link, auf in die Stadt. Ja. An uns bleibt mal wieder die ganze Drecksarbeit hier kleben. Ja, guck nicht so zufrieden. Ich nehme dafür 20 Rubine. Ja, ich denke, das ist mal ein fairer Preis. Ist hier auch irgendwas... Grünrubin, klein aber fein. Schönes Wortspiel hier. Okay, 21 Rubine, Startkapital. Finde ich eigentlich ein bisschen fair dafür, dass wir die zum Schloss eskortieren müssen. Hier bin ich. Ja, das können wir auch noch durch die Gegend werfen. Sind hier auch noch Rubine drin? Ich weiß es nicht. Ah ja, okay. Und wir springen ja erstmal bossmäßig runter. Link, komm, beeilen wir uns. Yes, komm.
Hier entlang, na los, beeil dich, nerv mich nicht. Boah, Schild, lesen. Stadt Hyrule, Welt von Damanta, Tiloria Wald. Gehen wir doch erstmal zum Wald, mit dem Schild, ja, okay, wird nix. Und nach rechts, nach links dürfen wir natürlich auch nicht, weil hier sind Bäume im Weg und wir haben den Zerschneider noch nicht. Nein, natürlich haben wir unser Schwert nicht. Mit dem Schwert können wir das problemlos aufmachen. So, das ist Stadt Hyrule. Wo, hier? Nein, da gehe ich, oder? Ach, komm. Boah, fette Party. Alles ist schön geschmückt und überall hängen die Leute rum. Der Typ mit dem Gemüse... Ach du Scheiße, das ist echt ein Brokkoli-Mann, ne? guck mal, Link, das wird ein Spaß. Komm, wir gehen dahin. Boah, und die können viel schneller rennen als ich. Ist das nicht geil? Die können wir leider nirgendwo hin. Hier wird irgendwie alles zugedeckt. Willkommen auf dem Minish-Fest. Heute ist das 100. Jubiläum. Vielleicht kommen die Minish hier in die Stadt. Ja, und ihr habt keine Ahnung, was die Minish sind. Das sind so kleine Viecher. Ach, das wird noch thematisiert. Zelda, was ist los? Link, hört ihr noch mal den Geschichtenerzähler zu? Hey, was ist das da? Wie jetzt? Was? Ich dachte, ich soll dem... wo bist du jetzt hingelaufen? Ach, da oben. Mensch, gibt's also wirklich? Vater behauptet das auch immer. Hey, was ist das da? Was? Hat sie dich belästigt, ne? Ach, jetzt steht sie da. Cool. Im Schloss fand ein Schwertkampf in der Stadt, wer wohl gewonnen hat. Und jetzt gehen wir dahin. Was? Jetzt steht sie bei dem lustigen Typ mit der coolsten Frisur der Welt. Lululule, Hauptgewinn! Unglaublich, du hast bei der Lotterie den Haupt gewonnen, gezogen, Zelda. Also dann, such dir etwas aus. Da hätten wir einen herzförmigen Stein, oder ein schön großes Juwel, oder aber einen kleinen Schild. Nun, wofür entscheidest du dich? Das Juwel, der herzförmige Stein, ist auch sehr hübsch. Such dir aus, was dir gefällt. Ich nehme den kleinen Schild. Was? Wieso? Warum? Wieso und das? So ein Schild ist weder schön noch kleidsam. Hier zum Beispiel der herzförmige Stein. Ist doch hübsch, oder? Oder das hier. Das Juwel. Eine wahre Augenweide. Oder etwa nicht. Die beiden Sachen sind doch viel besser als der Schild. Nein, ich möchte diesen Schild. Könnt ihr bitte haben? Fräulein Prinzessin, ihr seid komisch. Aber gut, hier bitte schön der kleine Schild. Oh, Mann. Wieso nimmt die Schild? Ich könnte mich genauso aufregen, genau wie dieser Obsthändler, was das da ist. Hier, der der Schild steht link gut, nicht wahr? Cool, wir haben es geschenkt bekommen. Lege ihn im Item-Menü auf A oder B ab. Halte den Knopf gedrückt, um dein Schild vor dich zu halten. Ein Geschenk von Zelda an dich. Glaube ich, stand da. Ich habe es außerdem ein bisschen zu früh weggedrückt. Oh ja, du siehst wirklich toll damit aus. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Oh, schon so spät. Wir müssen das Schloss abgeben. Hier, natürlich das Schwert abgeben. Komm, Link, gehen wir. Ja. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen zu schnell rede. Nur ein kleines bisschen. Aber die hätte echt mal den Stein hier. Diesen herzförmigen Stein. Das ist ein Herzcontainer. Ein Herz mehr. Glaubt ihr es? Und jetzt können wir uns hiermit ausrüsten, aber. Ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich es auf B lege. Jetzt haben wir übrigens hier unser Menü. Können ja speichern. Haben ein Schild. Leider noch keine Herzteile. Im Inventory ist das Schwert, das wir nicht benutzen dürfen. Und das war's dann auch schon. Und jetzt können wir richtig badass durch die Gegend rückwärts laufen. So gesehen läuft sie ja vor mir her und ist ein menschliches Schild. Naja, wie auch immer. Das Schloss ist da oben. Hier steht's, Schloss Hyrule. Oder können wir noch irgendwo hinlaufen? Nee, ne? Hier ist alles... Ja gut, dann lassen wir es mal. Und rennen total cool nach oben. Also dann, Link, lass uns schon zum Schloss gehen. Schloss Hyrule, Stadt Hyrule, Gongolberg, Hyliasee. Ja, alle Schirme müssen abgerissen werden. Boah, eine Dekunuss. Ah, das sind die Händler-Dekos, von denen die Soldaten erzählt haben. Sie belästigen Passanten, eine echte Plage, diese Raubkerle. Link, tu etwas, so kommen wir nicht zum Schloss. Wenn die Nüsse abwärts, können wir bestimmt irgendwie weiter. Okay. Oh, hey, was soll das? Okay, der geht. Der geht. Oh. Wenn ich rangehe, geht der weg. Das ist voll unverschämt. Ja, der tut mir noch nichts, weil es jetzt halt noch das Spiel-Intro ist. Normalerweise, sie kommen noch im späteren Spielverlauf vor. Da können sie dann schon mal böse wehtun. Die kennen ja wahrscheinlich ein paar von euch noch aus, was weiß ich, Ocarina of Time und vor allem Majora's Mask. Vielleicht die, die selber Spiel gespielt haben. Man hält ein Schild hin und es geht reflektiert zurück. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich kam in die Stadt, um auf fest Geschäfte zu machen. Aber ich bekomme keine Worte, sondern nur Nüsse aus dem Mund. Alle haben Angst vor mir und kommen nicht in meine Nähe. So wird das nicht mit den Geschäften. Also zurück in das heimelige Dunkel. Er ist verschwunden. Der Händler-Deko sah süß aus. Er spuckt mit Nüssen. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab. Wie soll er denn auch Geschäfte machen, wenn er nur die Leute anspuckt? Also, es ist kein guter Händler. Gut, hier haben wir das Schloss, Tor. Können wir eigentlich, ne, wir können nicht ins Wasser fallen, schade. Hi.
Was? Wieso drehst du? Was? Wieso gehst du? Egal, hier haben wir den lustigen. Oh, der sieht ein bisschen aus wie. Ach, auf jeden Fall so ein Professor. Ah, Link, du hast das Schwert mitgebracht. Damit ist das Schwert offiziell als zurückgegeben registriert. In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Also bis später, Link. Das Fest war toll, nicht? Ja, ja, geh durch umziehen. Da schon mal hier, Miss Link. Bleib doch zur Siegerehrung. Okay. Da ist das Schwert in dieser Truhe oder was hat er es reingehauen. Link, kennst du die Geschichte dieses Schwertes? Man nennt das Schwert der Minish. Ist versiegelt eine Kiste angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Minish ist ein heiliges Schwert. Die Minish übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Boah. Guckt euch mal selber an, die hat sich gar nicht umgezogen. Oder die hat tausendmal das gleiche Kleid im Schrank. Da steht The King. Wir beginnen nur mit der Siegerehrung. Der Sieger Vati möchte hervortreten. Sprechen wir Vati oder Vati? Ich weiß nicht. Muss ich mal gucken. Da läuft der lolala. Ich darf das Schwert anfassen. Hätte nicht gedacht, dass es gut klappt. Das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Was? Nein, das lassen wir nicht zu. Boah, wir greifen direkt an. Und sie fliegen weg. Sieht man mal, wie mächtig der Typ ist. Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Oh oh. Kugelblitz. Und die Typen haben richtig Schiss. Boah, fliegen weg. Das Schwert knallt weg. Was passiert jetzt? Oh, okay. Die legendäre Kiste öffnet sich. Und es liegen über solche Creeps raus. Aber was ist das da? Zelda kann sie abwehren. Oh, der King ist selbst auch noch weggeflogen. Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichtes. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird sie mir später nur im Weg sein. Oh, oh. Durch meinen Fluch werde zu Stein. Link. Nein, den konnte sie nicht beschützen. Und, das passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Darf ich auch mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen? Hm. Was? Was ist denn das? Da waren nur Monster in der Kiste? Auch gut. Ich weiß, dass sich das Force irgendwo in dieser Welt befindet. Ich werde in Ruhe danach suchen. Und er beamt sich weg. Also ich würde sagen, die Aussichten sind nicht gut, weil Zelda jetzt aus Stein ist. Naja, komm, Link, steh mal auf. Na, tolles Schild. Das hat mich überhaupt nicht. Es hat überhaupt nichts gebracht. Ja, komm. Da bin ich aber froh. Du bist ja bei Bewusstsein. Dein Großvater Alberich ist beim König. Okay, wo ist denn der König? Hier ist der König. Mit Alberich und Steinselder und Professor irgendwas. Ah, Link, du bist wieder wach. Geht's dir wieder besser? Der König hat etwas zu sagen. Hör gut zu. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Vati hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minish, konnten wir den Fluch brechen. Könnten wir, ich hab mich versprochen. Doch, er hat das Schwert zerstört. Aber ich werde ihn nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Minish? Minish? Dieses Zwergenvolk aus der Legende, das Minish-Volk. So ist das dieses, meine ich. Doch Minish existieren nicht nur in der Legende. Es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Minish leben im Tiloria-Wald. Sie schufen das Schwert der Minish. Und nun, nur sie können das zerbrochene Schwert wieder zusammenfügen. Aber was? Senden wir gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Das heißt, Erwachsene können die Minish nicht sehen. Egal, wie sehr sie es auch versuchen. Aha, wenn das so ist, Link, dann könntest du doch gehen. Link, wenn du bereit bist, möchte auch ich dich darum bitten. Bitte befreie Zelda vom Fluch des Hexenmeisters. Die Minish wissen, wie man das heilige Schwert wiederherstellt. Doch ich möchte nicht, dass ihr auch nur etwas Schlimmes zustößt. Deshalb gebe ich dir das zerbrochene Schwert und dies. Zerbrochene Schwert der Minish erhalten. Aus ihm entsteht das heilige Schwert. Auf keinen Fall verlieren. Und noch zusätzlich das Schwert des Alberich erhalten. Das Wunderwerk deines Großvaters. Gut. Soldaten, beschützt die Stadt vor den Monstern. Der Rest sucht Vati. Und weg. Tief im Toloria-Wald ist der Waldschrein. Er wurde früher von Menschen und Minish genutzt. Geh also zuerst zum Waldschrein.
Nimm diese Karte mit. Falls du dich auf dem Weg zum Wald verläufst, drücke R Start und dein L oder R, um die Karte aufzurufen. Der Wald ist auf der Karte eingezeichnet. Pass gut auf dich auf. Und die Karte von Hyrule, damit verläufst du dich ganz sicher nicht. Hier haben wir es markiert. Unten rechts ist es. Also Link, brech den Fluch des Hexenmeisters und rette Zelda. Hier, können wir mal ganz kurz auf die Karte gucken. Wir sind hier, also da oben drin, und müssen nach hier. Auf dem Weg liegt noch der ganze Spaß und der Spaß. Hier ist hier Hyrule, ne? Er kennt ihr wahrscheinlich. Und da, hier ist mein Haus. Und so weiter und so fort. Aber, okay, wir können mal das Schwert zeigen. Also Link kann damit hauen. Er kann sonst nichts mehr. Nicht mal eine Wirbelattacke kann er bis jetzt tatsächlich. Was der sonst eigentlich immer schon von Anfang an konnte, meine ich. Schreckliche Sache. Aber ich denke, erstmal für eine Folge haben wir jetzt genug gesehen. Zelda ist in Stein und wir haben echt eine... Mit offenen Augen versteinern. Da haben wir echt ganz schön Kacke am Hals und müssen uns schleunigst drum kümmern, denn Link... Boah, Link ohne Mütze, der sieht auch so ein bisschen verkackt aus, ne? Ich meine, die Haarbüschel, die sehen echt cool aus. Egal, bis zur nächsten Folge.